So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu der heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich freue mich, dass so zahlreich die Kollegen hier erschienen sind. Ich habe mich vorher vergewissert, dass wir die Fenstergardinen leider zulassen müssen, weil es nicht nur der Konzentration dienlich zu sein scheint, sondern weil es auch für die Übertragung beziehungsweise für die Aufzeichnung, Fernsehaufzeichnung, dann das entsprechende Licht bringt. Gegenstand dieser öffentlichen Anhörung ist der Gesetzesentwurf der Abgeordneten Klaus Ernst, Susanna Karawanski, Jutta Grellmann, Thomas Nord, Richard Pitterle, Michael Schlecht, Dr. Axel Drost, Dr. Sarah Wagenknecht und der Fraktion Die Linke, Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, Bundestagsdrucksache 18-7. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 18-1150 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen, wollen wir hören, wie Sie die Vorlage beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterung abgeben. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 60 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Ich bitte darum, dass die angesprochenen Sachverständigen auf die einzelnen Fragen direkt antworten. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollen möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 5 Minuten gibt. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie einzeln dafür auf. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Kerstin Plack und Herr Roland Wolf. Vom Zentralverband des Deutschen Handwerkes, Frau Birgit Schwer. Vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Herrn Holger Schäfer. Vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der BA, Herrn Christian Hohendanner. Von den Familienunternehmen, Frau Barbara Pommer. Vom Hugo-Sinzheimer-Institut, Herrn Dr. Johannes Heuschmied. Vom Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Frau Helga Nielebock und Herrn Jean-Baptiste Abel. Sowie die Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Gregor Thüsing, Frau Professor Dr. Christiane Proers, Frau Dr. Reingard Zimmer, nicht verwandt, nicht verschwägert, und Frau Dr. Nadine Zeibig. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an der die Frage gerichtet ist. Ich bitte die Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion nun ihre Frage zu stellen. Herr Oeller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter der BDA und an die IAB. Und zwar ist die Frage wie folgt. Der Gesetzgeber, der hat seinerzeit die sachgrundlose Befristung als Ausnahme gegenüber der Sachgrundbefristung erstmals 1985 in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit zugelassen und eingeführt. Meine Frage, welche Bedeutung hat die sachgrundlose Befristung heute aus Ihrer Sicht? Herr Wolf, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eingeführt ist richtig, man muss sagen, wieder eingeführt. Der Normalfall im Gesetz ist eigentlich das befristete Arbeitsverhältnis. Und das schon ganz lange. Die Rechtsprechung hat daraus dann irgendwann eine Beschränkung dieses Normalfalls gemacht. Die Befristung generell und damit auch die sachgrundlose Befristung, über die es ja heute geht, spielen für den Arbeitsmarkt eine ganz entscheidende Rolle, obwohl gerade in den letzten Jahren der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse immer konstant ist. Ich habe mir in der Vorbereitung auch noch mal die Zahlen des IAB angesehen. Das IAB geht
konstant von um die 7 in den letzten 5, 6 Jahren aus. Wir selber sagen immer knapp 9. Das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Sie sehen bereits daran, die befristeten Arbeitsverhältnisse sind kein Massenphänomen auf dem Arbeitsmarkt. Sie sind aber für den Wiedereinstieg in Arbeit unverzichtbar. Wenn man sich diese Zahlen ansieht, sehen wir einen signifikanten Anstieg derjenigen Arbeitsverhältnisse, die aus Befristung weiter beschäftigt werden. Das sind mittlerweile fast 75% aller Arbeitnehmer, die mit einem befristeten Arbeitsverhältnis in ein Beschäftigungsverhältnis starten. Das heißt, insbesondere für Berufseinsteiger oder Berufswiedereinsteiger sind befristete Arbeitsverhältnisse unverzichtbar. Und ich will kein Hehl daraus machen. Sie sind es natürlich auch für die Wirtschaft und für die deutschen Arbeitgeber. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Rechtsprechung schwankende Auftragslagen, differierende Auftragslagen nicht als Befristungsgrund anerkennt. Wenn wir ins TZBFG schauen, haben wir für die öffentliche Hand einen eigenständigen Befristungsgrund. Das ist nämlich der Befristungsgrund unsicherer und unklarer durch Haushaltstitel ausgewiesener Finanzmittel. Und dem entspricht im Prinzip für die privaten Arbeitgeber die Möglichkeit, eine sachgrundlose Befristung mit den Arbeitnehmern zu vereinbaren. Und lassen Sie mich schlussendlich an dieser Stelle einen kleinen Hinweis geben. Zumindest in der Stellungnahme des DGB findet sich der Hinweis, man benötige die sachgrundlose Befristung deswegen nicht, weil man so einfach kündigen könnte, wenn die Auftragslage schwankend sei und sich die Erwartungen nicht erfüllten. Wer schon mal zum Bundesarbeitsgericht gegangen ist und eine Kündigung wegen wegbrechenden Auftrages oder wegbrechender Geschäftserwartung ausgesprochen hat, der wird erleben, dass das praktisch in der Darlegungslast für den Arbeitgeber ausgeschlossen ist, dafür die notwendigen Nachweise zu bringen. Dankeschön, Herr Wolf. Herr Hohendonner, bitte. Ich beziehe mich in meinen Ausführungen auf das IAB-Betriebspanel. Das ist unsere eigene Befragung. Das ist eine Betriebsbefragung von ca. 16.000 Betrieben, die jährlich durchgeführt wird. Und in dieser Befragung liegen Informationen über befristete Arbeitsverträge, über befristete Neueinstellungen, Übernahmen in unbefristete Beschäftigung vor und für die Jahre 2001, 2004, 2012 und 2013 auch Informationen über sachgrundlose Befristungen. Insgesamt kann man feststellen, dass befristete Arbeitsverträge durchaus in ihrer Bedeutung zugenommen haben. Wenn man sich den Zeitraum zwischen 2001 und 2011 betrachtet, dann von 1,7 auf 2,7 Millionen. Es ist also eine relevante Größe auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Wenn man sich die Neueinstellungen ansieht, dann sieht man, dass mittlerweile etwa 42% aller Neuanstellungen auf Basis eines befristeten Arbeitsvertrags erfolgen. Also es ist ein wichtiges Instrument, wenn es um die Beschäftigungsanpassung der Betriebe geht. Wenn man sich die sachgrundlose, noch ein Punkt, allerdings ist es auch so, dass die Bedeutung in den letzten 2, 3 Jahren eher abgenommen hat. Also es zeigt sich eine Stabilisierung, wenn man auf die Neueinstellungen guckt, dann sieht man, dass der Anteil der Neuanstellungen eher zurückgegangen ist. Also es ist die Entwicklung der befristeten Arbeitsverträge ist sozusagen kein naturwüchsiger Prozess. Wir werden immer flexibler, sondern es kann durchaus auch sein, dass auch ohne weitere Eingriffe in die Gesetzgebung die Anzahl der befristeten Arbeitsverträge eher zurückgeht. Man berücksichtige da zum Beispiel die Debatte um den Fachkräftemangel. Die sachgrundlosen Befristungen gewinnen in der Tat an Bedeutung. Die Anzahl der sachgrundlosen Befristungen hat sich zwischen 2001 und 2013 von etwa 550.000 auf 1,3 Millionen erhöht. Also es ist durchaus eine relevante Größe. Es zeigen sich auch deutliche branchenspezifische Unterschiede bei der sachgrundlosen Befristung. Und hier wird besonders deutlich, dass Betriebe, die eher weniger auf befristete Arbeitsverträge setzen, eher einen höheren Anteil an sachgrundlosen Befristungen haben. Und in diesen Branchen ist es auch so, dass dort die Übernahmen eher
besser funktionieren. Also je höher der Anteil an sachgrundlosen Befristungen in einem Betrieb, umso höher sind die Übernahmechancen. Und das spricht eher dafür, dass hier die Brückenfunktion befristeter Arbeitsverträge über sachgrundlose Befristungen gegeben ist. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Hohendanner. Ich will die Gelegenheit nutzen, für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Frau Löse-Guck-Möller herzlich zu begrüßen. Die nächste Frage kommt von Herrn Wittacker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Dr. Hohendanner vom IAB. Es wird im Zuge der befristeten Arbeitsverträge besonders häufig kritisiert, dass Jugendliche oder junge Personen zwischen 25 und 29 Jahren von diesen befristeten Arbeitsverträgen betroffen sind. Können Sie hierzu Stellung nehmen, ob dies tatsächlich so der Fall ist? In der Tat ist es so, dass die Befristung von Arbeitsverträgen vor allem ein Phänomen der jungen Generation darstellt. Es zeigt sich auch in einem kürzlich veröffentlichten Kurzbericht des IAB, dass die Beschäftigungsdauern von jungen Personen über die letzten Jahrzehnte eher abgenommen haben. Also das korrespondiert eben damit, dass insbesondere junge Personen vor allen Dingen von befristeten Arbeitsverträgen betroffen sind. Allerdings ist es so, wenn man sich die Qualifikationsstruktur anschaut, dann sieht man, dass insbesondere geringqualifizierte Beschäftigte von Befristungen betroffen sind und auch deutlich geringere Beschäftigungsdauern aufweisen. Und hier stellt sich eben die Frage, ist das Problem die Befristung der Arbeitsverträge oder ist das Problem vielmehr die geringe Qualifikation der Personen? Ist es eine Frage der Arbeitsmarktpolitik oder vielmehr der Bildungspolitik? Okay. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hohendanner. Die nächste Frage kommt von Frau Schmidt. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Familienunternehmer, Frau Pommer. Es schließt an die Frage zuvor. Es gibt viele Gruppen, die schwer auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen sind, zum Beispiel Langzeitarbeitslose, auch junge Erwachsene, auch Wiedereinsteiger. Die Frage ist an Sie, halten Sie dieses Instrument für eine gute Möglichkeit, für diese Personengruppen sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren? Ein ganz klares Ja. Ich bin selbst Unternehmerin, kleine Unternehmerin, Familienunternehmerin mit im Schnitt 35 Mitarbeitern. Ich stelle ganz konkret Arbeitnehmer mit ganz problematischem Hintergrund ein, habe aber bei denen natürlich das ganz große Problem, dass der Beobachtungszeitraum, in dem ich gucken kann, ob das wirklich ein qualifizierter oder ein qualifizierbarer Mitarbeiter für mich ist, in 6 Monaten innerhalb der Probezeit nicht machbar ist. Wir haben Maschinen, die etwas komplizierter zu bedienen sind. Jeder Arbeitnehmer, den ich einstelle, gerade im gewerblichen Bereich, muss lernen, mehrere Maschinen zu bedienen. Wir haben da Leute, die können das schneller. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die das langsamer begreifen. Und für die brauche ich eine längere Beobachtungszeit, um denen dann auch tatsächlich die Möglichkeit zu geben, einen Dauerarbeitsplatz zu bekommen. Um das klar zu machen, die meisten meiner Arbeitnehmer, meiner Mitarbeiter sind über 20 Jahre beschäftigt. Also ich bin gar nicht daran interessiert, eine nur kurzfristig Beschäftigte zu haben. Aber man muss mir die Möglichkeit geben, solche die Mitarbeiter tatsächlich länger zu testen. In 6 Monaten geht das nicht. Wenn ich die wirklich nur 6 Monate beschäftigen oder wenn ich mich nach 6 Monaten entscheiden müsste, würde ich im Zweifel bei jedem Problem sagen, muss ich beenden. Danke. Dankeschön, Frau Pommer. Die nächste Frage kommt von der Kollegin Vosbeck-Kaiser. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Frage geht auch an Frau Pommer von den Familienunternehmern. Frau Pommer, welche Bedeutung von Arbeitsverträgen mit sachgrundloser Befristung sehen Sie als bei unsicherer Wirtschaftslage in Krisenzeiten? Sehen Sie hier es als flexibles arbeitsrechtliches Instrument für Unternehmen an, diese Bedeutung von Arbeitsverträgen?
Frau Pommer. Ja, natürlich. Auch ich kann nicht verhehlen, dass das Instrument der sachgrundlosen Befristung von den Unternehmern auch genutzt wird, um eine unsichere Auftragslage in irgendeiner Weise zu überbrücken. Gerade in Krisenzeiten haben wir ein großes Problem. Gerade in Krisenzeiten ist der Unternehmer gefordert und muss sich darauf einstellen können, die Krise in seinem Unternehmen zu bewältigen. Wenn in dieser Zeit, weil ich verpflichtet bin, Mitarbeiter endgültig einzustellen und die über die Möglichkeit der Probezeit hinaus zu beschäftigen, dann habe ich eben hinterher möglicherweise mehr Probleme beim Arbeitsgericht und mit der und habe damit zu tun, als dass ich mich um mein Unternehmen kümmern kann. Und ich darf vielleicht ein Wort sagen, ich bin neben meiner unternehmerischen Tätigkeit seit über 30 Jahren Anwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und vertrete da auch Arbeitnehmer, ich denke auch nicht schlecht, und ich weiß, dass in dieser Situation auch die Arbeitnehmer ihre Vorteile haben, denn lieber ist ein Arbeitnehmer befristet beschäftigt als weiter arbeitslos. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, befristet zu beschäftigen, dann nutze ich eher andere Möglichkeiten. Wenn ich dann irgendwelche höheren Auftragszahlen habe vorübergehend, dann versuche ich die eher durch Überstunden auszugleichen, als dass ich mir einen Arbeitsgerichtsprozess anhänge, von dem ich nicht weiß, wie er letztlich ausgeht. Dankeschön, Frau Pommer. Die nächste Frage kommt von der Kollegin Letzius. Danke. Meine Frage geht an den Zentralverband des Deutschen Handwerks, die Frau Schwer. Und zwar, ich war vorher auch Unternehmerin eines kleinen Betriebes. Und deswegen interessiert mich die Frage, welche Bedeutung hat das Instrument der sachgrundlosen Befristung für kleine und mittlere Handwerksbetriebe? Sind die sachgrundlosen Befristungsverhältnisse dort verstärkt oder weniger vorzufinden als in der Industrie? Und ist es ein gutes Werkzeug zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks und Handels? Okay. Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich versuche das mal abzuschichten. Die Frage, inwiefern, ich fange mal mit der mittleren Frage an, die blieb mir am meisten im Gedächtnis. Die Frage, inwiefern werden befristete Arbeitsverhältnisse im Handwerk tatsächlich genutzt? Konkrete Zahlen, sage ich mal, liegen uns so nicht vor. Wir kennen Tendenzen. Wenn wir uns kleinere Betriebe anschauen, so ist es so, dass 5-11% der kleinen Betriebe Befristungen tatsächlich nur nutzen. Und von diesen 5-11% der kleineren Betriebe nutzen 25-23% die befristeten Arbeitsverträge im Falle der Ersteinstellung. Das bedeutet für uns, oder wenn wir uns das anschauen, dass die Betriebe wie auch die Wirtschaft insgesamt, denke ich, schon sehr verhalten und sehr mit Augenmaß von den Befristungen Gebrauch macht. Es ist hier schon, glaube ich, so ein bisschen angeklungen, das Gros der Befristung liegt wohl in anderen Feldern. Ich nenne nur den Bereich des öffentlichen Dienstes, wo wir teilweise im Bereich Erziehung und Unterricht auf Befristungsquoten von 76% kommen und in der öffentlichen Verwaltung liegen wir da bei 60%. Das heißt, wir haben eine Ungleichgewichtung hinsichtlich der Verteilung der Befristung, wo man auch mal drüber nachdenken müsste. Und auch in der Frage des wissenschaftlichen Bereiches haben wir sehr viele Befristungen, auch gerade von jungen Leuten. Was die Frage anbelangt, ich glaube, die nächste Frage war, welche Bedeutung die befristeten Arbeitsverträge haben. Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Für uns sind die befristeten Arbeitsverträge
schon ein, wie soll ich sagen, zum einen natürlich ein wichtiger Punkt, um den Wettbewerb zu sichern. Wir haben dadurch, also die Betriebe haben dadurch die Möglichkeit, die Belastung, die der Kündigungsschutz bietet, und das hat ja die Frau Pommer auch schon angemerkt, die Belastung, die durch den Kündigungsschutz sich darstellen, zu umgehen. Kündigungsschutzprozesse, die mit Abfindungen im Ergebnis enden, belasten kleine Betriebe deutlich mehr als die Großbetriebe. Und wir haben durch diese befristeten Beschäftigungen die Möglichkeit, kurzfristige Auftragslagen viel besser abzudecken. Wir haben oftmals ein Auftragsvolumen, was sich erstreckt über die nächsten 4-5 Wochen nur. Und das macht es natürlich in der Planung sehr schwierig, wenn dann tatsächlich Auftragsspitzen anstehen. Und auch für die kleinen Betriebe ist es schwieriger, Personalüberhänge über einen nicht bestehenden Beschäftigungsbedarf über die Jahre oder die Monate mitzutragen. Deswegen ist natürlich auch eine Befristungsmöglichkeit für die Betriebe unerlässlich. Und dann hatten Sie noch eine dritte Frage. Okay, gut. Ja, danke schön, Frau Schwer. Machen Sie das Mikrofon dann noch bitte aus. Die nächste Frage kommt von Kollegen Stracke. Vielen Dank. Meine Fragen richten sich an den Herrn Schäfer vom IW und an Herrn Hohendanner vom IAB. Und zwar, welchen Anteil haben denn die befristeten Arbeitsverhältnisse ohne sachlichen Befristungsgrund an den befristeten Arbeitsverhältnissen insgesamt? Wie hat sich denn die Befristungsquote in den letzten 5 bis 10 Jahren entwickelt? Und können Sie bitte auch noch differenzierte Aussagen zu den Besonderheiten, beispielsweise nach Branche, Geschlecht, Neueinstellung und Qualifikation, entsprechend darstellen und treffen? Ja, vielen Dank für die Frage. Was den Anteil der sachgrundlosen Befristungen an allen Befristungen gehen, dazu hat Herr Hohendanner Berechnungen vorgelegt oder Zahlen vorgelegt, das ist knapp die Hälfte, das kann er ja gleich selber noch ausführen. Interessant ist die Entwicklung der Befristungen, die stellt sich nämlich nach unterschiedlichen statistischen Quellen durchaus auch unterschiedlich dar. Ist es richtig, dass im IAB-Betriebspanel beispielsweise in der langen Frist durchaus eine steigende Tendenz der Befristung erkennbar ist? Das sieht allerdings ganz anders aus, wenn ich zum Beispiel den Mikrozensus heranziehe. Der Mikrozensus ist keine Betriebsbefragung, sondern eine Haushaltsbefragung. Das heißt, da werden dann in der letzten Konsequenz Erwerbstätige befragt. Und dort haben wir einen ganz anderen Befund. Dort sehen wir seit vielen Jahren eine weitgehend stabile Befristungsquote, die in den letzten Jahren eher noch ein bisschen zurückgegangen ist. Wir haben allein im Jahr 2005 einen Niveausprung gehabt, der allerdings ausschließlich auf statistische auf die statistische Erfassungsmethode bzw. deren Änderung zurückzuführen ist. Der Mikrozensus wurde bis 2004 einmal pro Jahr in einer Berichtswoche erhoben, meistens im Frühjahr, ab 2005 dann unterjährig über das gesamte Jahr verteilt. Das hat zu einer Erhöhung der Befristung, der erfassten Befristungen geführt, weil Befristungen ja eben auch eine starke saisonale Komponente haben, also beispielsweise in der Landwirtschaft im Herbst bei der Ernte oder im Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel. Das sind Befristungen, die es früher auch schon gab, die aber aufgrund dieses Berichtswochenkonzeptes im Frühjahr nie erfasst worden sind. Deswegen ist die Befristung nach Mikrozensus ab 2005 höher. Aber wenn ich beide Zeitreihen betrachte, bis 2004 und ab 2005, ist da kein steigender Trend erkennbar. Das heißt, wir haben ja durchaus keine eindeutige Tendenz, die dafür sprechen würde, dass der Befristungsanteil steigt. Was die Verteilung der Branchen angeht, ist es teilweise von Frau Schwer schon gesagt worden, wir haben relativ hohe Befristungsanteile in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben relativ wenig Befristungen im verarbeitenden Gewerbe. Hoch ist außerdem noch der Anteil bei den unternehmensnahen Dienstleistungen. Nach Alter, auch das wurde schon angesprochen, Befristungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die jüngeren Altersgruppen. Dort haben wir Befristungsquoten, die sind rund ein Drittel bis die Hälfte, je nachdem, wie ich die Altersgruppen definiere. Das wird dann aber sehr schnell weniger, sobald ich die höheren Altersgruppen betrachte. Dort haben wir in den höheren Altersgruppen, also etwa ab 40 Jahre, nur noch Befristungsquoten von nicht einmal 5%. Dankeschön, Herr Hohendanner, bitte.
Wie bereits erwähnt, haben wir die Befristungsarten 2001, 2004, 2012 und 2013 erfasst. Die Befristungen mit Sachgrund sind weitaus weniger angestiegen als die Befristungen ohne Sachgrund. Also 2001 lag die Zahl bei etwa 780.000 und sie liegt jetzt bei etwa 840.000. Also im Vergleich dazu sind die befristeten Arbeitsverträge ohne Sachgrund von 550.000 auf 1,3 Millionen gestiegen. Also die sachgrundlosen Befristungen haben eine wesentlich größere Bedeutung. Sie hatten noch nach der Verteilung nach Geschlecht, Branche und Alter gefragt. Also im Betriebspanel erfassen wir im Regelfall keine Personenmerkmale, weil es sich um eine Betriebsbefragung handelt, mit Ausnahme des Geschlechts. Und hier zeigt sich, dass, dass Frauen stärker von Befristungen betroffen sind. Allerdings ist es so, dass Frauen häufiger in Branchen tätig sind, in denen wesentlich stärker befristet wird. Also ist es im Prinzip so, wenn man diese und auch in Berufen wie zum Beispiel dem Erziehungsbereich tätig sind, in dem stärker befristet wird. Und dann zeigen sich hier bei Kontrolle dieser Kriterien keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Branchen. Etwa 35% aller befristeten Arbeitsverträge werden in den sozialen und öffentlichen Dienstleistungen eingesetzt. Das sind die Bereiche Erziehung und Unterricht, Gesundheit und Soziales, die Organisationen ohne Erwerbscharakter, zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände und die öffentliche Verwaltung. Dort liegt der Beschäftigtenanteil insgesamt bei 25%. Also der Befristungsanteil liegt bei 35%. Also 35% aller befristeten Verträge sind in diesen Branchen. Das heißt, sie werden dort überproportional eingesetzt. Und eine Alternative zur Abschaffung sachgrundloser Befristungen wäre dann, also mit dem Ziel, die Befristung einzudämmen, eben in diesen Bereichen auch aktiv zu werden und sich zu überlegen, wie man gerade in dem Einflussbereich der öffentlichen Hand eben Beschäftigung nachhaltiger gestalten kann. Danke, Herr Dr. Hohndanner. Die nächste Frage kommt von Frau Kollegin Motschmann. Meine Frage richtet sich an Sie. Wie bewerten Sie das Instrument der sachgrundlosen Befristung rechtspolitisch? Was spricht aus Ihrer Sicht für den Erhalt dieses Instrumentes? Besteht nicht die Gefahr, dass im Fall der Abschaffung von § 14 Absatz 2 Teilzeitbefristungsgesetz eine Ausweichbewegung seitens der Arbeitgeber in die Katalogbefristung stattfindet? Das heißt, bisher haben wir ja immer den Fall, dass, wenn ein Instrument fällt, sofort dann eine Alternative geschaffen wird. Und jetzt sage ich, füge ich CDU-untypisch hinzu, wir reden ausschließlich bisher über das, was macht das mit den Arbeitgebern? Was macht das eigentlich mit den Menschen und mit den Arbeitskräften? Wie wirkt sich das auf die aus? Herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, ob die Frage so CDU-untypisch ist. Aber ich glaube in der Tat, wer die Abschaffung dieser Vorschrift fordert, muss deutlich machen, was seine erwarteten Konsequenzen wären. Und in verschiedenen Dingen wird man sich vielleicht vorstellen, dass gar nichts passiert. Wenn bislang Arbeitnehmer befristet eingestellt wurden und später dann unbefristet verlängert wurden, dann ändert sich für den Arbeitnehmer faktisch erst mal wenig. Und das IAB hat ja deutlich gemacht, dass diese Quote durchaus hoch ist. Ansonsten, in dem Moment, wo ich die sachgrundlose Befristung nicht mehr habe, gibt es verschiedene Ausweichstrategien. Bei nicht wenigen Arbeitnehmern wird es wohl möglich sein, eine Befristung mit Sachgrund zu konstruieren. Wir haben im Katalog des 14 Absatz 1 Satz 2 TZBFG verschiedene Möglichkeiten und es gibt einige Möglichkeiten, die werden von der Rechtsprechung sehr weit interpretiert, insbesondere zum Beispiel die Möglichkeit zur Vertretung befristet einzustellen. Es gibt aber auch vielleicht die Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer unbefristet eingestellt wird und dann nach der Zeit
zu der sonst seine Befristung ausgelaufen wäre, vielleicht gekündigt wird. Und in Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern kann man das ja tun, ohne dass man den Grenzen des Kündigungsschutzgesetzes unterfällt. Im Übrigen ist die Alternative dann, vor der der Arbeitgeber gestellt wird, nehme ich vielleicht statt eines von mir persönlich eingestellten Arbeitnehmers die Dienste eines Zeitarbeitsunternehmens in Gebrauch, dass ich mir Arbeitnehmer überlasse und dadurch die Flexibilität erhalte. Insofern kann auch das eine mögliche Ausweichstrategie sein. Oder letztlich, dass der Arbeitgeber sagt, dann, wenn ich vor die Wahl gestellt bin, gar nicht einzustellen oder unbefristet, dass ich in der Tat gar nicht einstelle. Und die Vorstellung, dass eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung gänzlich ohne negative beschäftigungspolitische Effekte sich bewerkstelligen lässt, scheint mir schon theoretisch nicht begründbar, erst recht nicht praktisch belegbar. Insofern glaube ich, es ist gut und richtig, dass dieser Antrag genauso abgelehnt wird wie der Antrag, der inhaltsgleich vor 4 Jahren schon mal hier gestellt wurde und auch damals abgelehnt wurde. Vielen Dank, Herr Professor Thüsing. Das war fast eine Punktlandung. Wir kommen nun zum Fragenkomplex der SPD und wir beginnen mit der Frage von Frau Kollegin Hiller-Ohm. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die Vertreterin des DGB, Frau Nielebock. Wir haben uns ja mit dem Koalitionspartner im Koalitionsvertrag auf zahlreiche Maßnahmen verständigen können, die die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessern wird. Wie würden Sie oder wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang die Auswirkungen der von der Linksfraktion vorgeschlagenen Gesetzesänderung ein? Und wie würden die Unternehmen aus Ihrer Sicht darauf reagieren? Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, dass der Koalitionsvertrag zahlreiche Maßnahmen vorsieht, die darauf gerichtet sind, die Tarifautonomie zu stärken, den Niedriglohnsektor zu begrenzen und Lohndumping zu bekämpfen. Ich meine, in diese wichtige Reihe von Maßnahmen gehört auch der Punkt der Streichung der sachgrundlosen Befristung und auch der Einschränkung von Sachgrundbefristungen aufgrund der neueren Rechtsprechung auch des EuGH. Der Niedriglohnsektor ist auch bevölkert von befristet Beschäftigten. Das Lohndumping betrifft auch befristet Beschäftigte, weil sie nämlich bis zu 5 Euro weniger im Durchschnitt in der Stunde verdienen. Und wenn man sich vornimmt, wie im Koalitionsvertrag, dass der Teilzeitanspruch und die Familienarbeit verbessert werden sollen, dann kann das nur erfolgen, wenn man nicht befristet beschäftigt ist, dass man diese Rechte auch wahrnehmen kann. Deshalb macht es Sinn, dass gerade junge Leute, die in der Familiengründungsphase oder in der Familienphase sind, nicht befristet eingestellt werden, beziehungsweise in jedem Fall nicht sachgrundlos befristet eingestellt werden. Was die Frage der Unternehmen angeht, wie die reagieren würden, das war der zweite Teil Ihrer Frage, da gibt es ja Studien und Befragungen der Unternehmer, wie sie das eigentlich sehen, wenn sie einstellen, wie wichtig das für sie ist. Und da kam ja raus, dass 92% der Unternehmer gesagt haben, für uns ist der Arbeitskräftebedarf hier, jetzt und heute entscheidend. Den müssen wir befriedigen, dem Auftrag müssen wir nachkommen. Und ob wir das nun befristen oder nicht, das ist nicht der entscheidende Punkt. Die Motive für die Befristung, hat auch diese Befragung ergeben, verfallen ungefähr in ein Drittel in den Erprobungsaspekt, in dem anderen Drittel darin, dass es nur eine vorübergehende Spitzenbelastung ist oder dass es eine unsichere Auftragslage ist. Das sind allerdings alles Gründe, die auch mit Sachgrundbefristung befriedigt werden könnten oder gar gleich unbefristet eingestellt werden könnte. Insofern sehe ich also nicht die Bedenken, die die BDA oder andere hier, die vor mir gesprochen haben, sondern ich will da noch mal sagen, 10% der Kündigungen, die werden nur angegriffen. Das heißt, 90% der Kündigungen, die die Arbeitgeber aussprechen, laufen durch. Davon ist der Anteil der betriebsbedingten Kündigungen der höchste. Ich glaube, das macht nochmal die Relationen deutlich. Auch wenn man vom BAG vertritt, Herr Wolf, das tue ich auch, beziehungsweise bin ich auch, ist es ja so, dass das BAG in seiner Rechtsprechung sehr maßvoll ist, Unternehmerentscheidungen freilässt
und lediglich das Tatsächliche, was an Auftragsschwankungen da ist, verlangt. Und ich meine, jeder Arbeitgeber wird das schaffen. Danke. Dankeschön, Frau Nieleborg. Als nächstes die Kollegin Katja Mast. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Professor Bros. Und zwar ist meine Frage, ob die sachgrundlose Befristung zu einer nicht gerechtfertigten Schlechterstellung von Arbeitnehmern führt, beziehungsweise überhaupt zu einer Schlechterstellung von Frauen. Ja, eindeutig ja, kann man da sagen. Zu einer nicht gerechtfertigten Schlechterstellung, und da kann ich da anknüpfen an dem, was Frau Nieleborg gesagt hat, wenn der Arbeitgeber, und auf diese Interessen ist ja hingewiesen worden, ein berechtigtes Interesse an einem befristeten Vertrag hat, dann wird das ja vom Teilzeitbefristungsgesetz schon gewürdigt und aufgegriffen, nämlich in der Sachgrundbefristung. Das sind genau die Dinge, also ein vorläufiger, höherer Arbeitsanfall zum Beispiel, eine Krankheitsvertretung oder Arbeitsplätze, wo ich eben eine längere Probezeit haben muss, um zu überlegen, ob ich den Arbeitnehmer einstellen möchte. Das sind Sachgründe. Da kann der Arbeitgeber befristen. Die sachgrundlose Befristung, die ist ganz anders. Denn nach unserem Recht, das wir jetzt in 14.2 haben, und ich unterstütze das, dieses Recht zu ändern, ja, ist es so, dass überhaupt nicht überprüft wird, aus welchen Gründen denn der Arbeitgeber nicht verlängert, beziehungsweise er eben befristet einstellt. Und das ist nicht gerechtfertigt. Wenn er ein gerechtfertigtes Interesse hat, dann soll er eben eine Sachgrundbefristung wählen. Wozu führt das? Das führt dazu, dass Arbeitnehmer ohne Grund schlechter gestellt werden. Und da sie Angst haben, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird, nehmen sie ihre Rechte nicht wahr. Das führt natürlich zu einer Kostensenkung. Deshalb ist die sachgrundlose Befristung ein probates Mittel, Personalkosten gering zu halten. Denn die Rechtsdurchsetzung ist natürlich teurer, als wenn man auf die Rechte verzichtet. Der zweite Punkt Ihrer Frage, Schlechterstellung von Frauen. Ja, ganz eindeutig. Und da haben wir eine Diskrepanz, auf die ich gerne hinweisen möchte. Der EuGH hat entschieden, dass die Nichtverlängerung eines befristeten Vertrags aufgrund einer Schwangerschaft eine unmittelbare Diskriminierung ist. Jetzt haben wir uns im deutschen Recht mit der sachgrundlosen Befristung eine Norm gebaut und noch mit der dreimaligen Verlängerungsmöglichkeit, wo die Frau diesen Umstand gar nicht nachweisen kann. Mir ist aus der Praxis überhaupt kein Fall bekannt, in dem eine Frau, die schwanger geworden ist, nochmal verlängert worden ist mit ihrem Vertrag. Die Verträge laufen aus und die Frauen haben keine Möglichkeit, das vom EuGH abgesegnete, ja, Nichtverlängerung wegen einer Schwangerschaft ist eine Diskriminierung, überprüfen zu lassen. Das ist für mich doch sehr bedenklich, politisch bedenklich und auch rechtlich bedenklich. Deshalb führt die sachgrundlose Befristung insbesondere zu einer Schlechterstellung von Frauen. Ja. Dankeschön, Frau Professor Broers. Die nächste Frage kommt von Kollegin Wolf. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Heuschmidt. Ich möchte gerne wissen, wie Sie die Regelungen der sachgrundlosen Befristung vor dem verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Hintergrund sehen. Und weil ich keine Juristin bin, würde ich von Ihnen gerne auch noch wissen, gibt es spezifische juristische Probleme bei den Regelungen zur sachgrundlosen Befristung? Vielen Dank für die Frage. Was zunächst den verfassungsrechtlichen Rahmen anbelangt, geht das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung inzwischen davon aus, dass aus Artikel 12 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip ein Mindestmaß an Bestandsschutz gewährleistet werden muss in unserer Rechtsordnung. Ähnlich das Bundesarbeitsgericht, das auch auf der Linie des Artikel 12 davon ausgeht, dass ein staatlicher Mindestschutz unverzichtbar ist. Die Konsequenz dieser Rechtsprechung ist, dass von diesem arbeitsrechtlichen Schutzprinzip nur unter verhältnismäßigen Gesichtspunkten abgewichen werden kann.
Und da komme ich jetzt zu dem, was Frau Prohrs gerade schon gesagt hat. Das bedeutet, dass eine Befristung eigentlich nur als Ausnahme zulässig sein kann. Das bedeutet weiterhin im Fall der Befristung dann, dass für die Befristung auch ein Sachgrund vorliegen muss. Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung wird diesen Anforderungen des Grundgesetzes und der Rechtsprechung, die das konkretisiert hat, nicht gerecht. Was den europarechtlichen Rahmen anbelangt, da gibt es ja die Rahmenvereinbarung, die sozusagen die Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ist. Diese schließt eine sachgrundlose Befristung zunächst nicht aus. Allerdings ist seit dem 01.12.2009 die Europäische Grundrechtecharta in Kraft getreten und dort wird in Artikel 30 der Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung geschützt oder gewährleistet. Und dies bedeutet auch, dass ein Mindestmaß an Bestandsschutz auch im europäischen Verfassungsrecht gewährleistet ist. Und das muss eben bei der Auslegung der Rahmenvereinbarung dann herangezogen werden. Und dahingehend müsste man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass eine sachgrundlose Befristung auch nach europäischem Recht nicht zulässig ist. Was den zweiten Teil der Frage anbelangt, wo die spezifischen Probleme des TZBFG liegen, möchte ich insbesondere auf den Paragraphen 14 Absatz 3 hinweisen, der ja nach der Entscheidung Mangold des EuGHs geändert wurde. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Probleme. Zum einen ist nicht sichergestellt durch die Regelung, dass es nicht zu einer Kettenbefristung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommt, die älter als 52 Jahre alt sind, weil es ausreicht, wenn zwischen der Befristung nur ein viermonatiger Zeitraum der Beschäftigungslosigkeit liegt. Das heißt, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können letztendlich bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter befristet werden. Das andere Problem ist europarechtlicher Natur. Dort wird an das Merkmal der Beschäftigungslosigkeit angeknüpft. Das erfasst eben auch Personengruppen, die nicht besonders förderungswürdig sind und ist vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH deswegen äußerst problematisch. Und deswegen vor dem ganzen Hintergrund spricht vieles dafür, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dr. Heuschmidt. Als nächstes die Kollegin Hiller-Ohm. Ja, ich möchte noch eine Frage an Frau Nielebock richten. Und zwar gibt es ja sehr unterschiedliche Aussagen über die Höhe der befristeten Beschäftigung in Deutschland. Können Sie sagen, wie es zu diesen unterschiedlichen Angaben kommt und wie groß der Anteil der befristeten Beschäftigung an den Arbeitnehmerinnen insgesamt tatsächlich ist? Haben Sie da Aussagen? Da muss ich passen. Dann eine Nachfrage, ja? Dann kommt jetzt eine Nachfrage von Frau Hiller-Ohm. Dann frage ich nochmal nach, ja. Oder wenn ihr nichts mehr habt. Doch. Okay, Entschuldigung. Gut, dann geht es sozusagen im Meldezettel weiter und als nächstes kommt die Kollegin Daniela Kolbe dran. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Frau Nielebock. Und zwar ist ja vorhin erwähnt worden aus den Zahlen des IAB folgernd, dass sachgrundlose Befristung sowas wie eine Brücke auch in unbefristete Beschäftigung darstellen könne. Ich finde das ein bisschen verwunderlich, weil man ja auch zum Beispiel befristen kann zur Erprobung. Aber es würde mich interessieren, was Sie auf diese Aussage, dass man sachgrundlose Befristung, dass das für viele junge Menschen auch die Brücke dann in unbefristete Beschäftigung darstellt, was Sie darauf entgegnen würden. Und mein zweiter Punkt ist, liegen Ihnen Fakten oder Erhebungen vor, was eine Befristung für eine Auswirkung hat auf die Lebensqualität derjenigen Menschen, die in Befristung sind? Auf diese Frage würde ich gerne antworten. Speziell zur sachgrundlosen Befristung gibt es nach unserer Kenntnis dazu keine Untersuchungen. Bezüglich der Befristungen im Allgemeinen, also der Sachgrundbefristung und der sachgrundlosen Befristung, gibt es eine Untersuchung des IAB über die Jahre 2009 bis 2012. Da wurde bei allen Befristungen, die im jeweiligen Jahr ausliefen, wurde überprüft, ob die
Befristung verlängert wurde, also durch ein neues befristetes Arbeitsverhältnis, durch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis oder ob man die Befristung hat auslaufen lassen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die ganz große Mehrheit der befristeten Arbeitsverhältnisse in allen Jahren nicht entfristet worden sind. Gut, die Hälfte der befristeten Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse, die verlängert worden sind, sind befristet verlängert worden. Die andere Hälfte ist dann tatsächlich in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen worden. Wir halten diese Studie allerdings nicht für unbedingt aussagekräftig, weil daran ja im Grunde der vierte Faktor, das Arbeitsverhältnis läuft weiter, also oder die Befristung läuft weiter, die eigentlich zeigen würde, in welchem Verhältnis tatsächlich die auslaufenden Verträge sich zu den bestehenden Verträgen verhalten, aus unserer Sicht ein wichtiger Faktor ist, den man mit in die Zahlen hätte aufnehmen müssen. Außerdem ergibt sich aus der Studie auch nicht, wie lange die Befristung bestanden hat, bevor sie entfristet wurde. Ob das ein auf ein Jahr befristetes Arbeitsverhältnis war oder ob das ein auf 5 Jahre befristetes Arbeitsverhältnis war, macht aus unserer Sicht einen signifikanten Unterschied. Genauso auch die Zahl der Befristungen, die der Entfristung zugrunde liegen. Also ob gleich die erste befristete das erste befristete Arbeitsverhältnis entfristet wurde oder ob das erst das 5. oder 10. war, geht eben aus dieser Untersuchung nicht hervor. Außerdem sprechen wir über einen relativ kurzen Zeitraum von 2009 bis 2012. Das waren auch Jahre, die von der Erholung nach der Finanzkrise gekennzeichnet waren, sodass wir so ein bisschen Zweifel an der Validität der Zahlen haben. Danke schön, Herr Abel. Herr Kollege Paschke, bitte. Ich hatte noch zur Lebensqualität gefragt. Haben Sie da Zahlen oder Aussagen? Dazu liegt uns keine Untersuchung vor. Danke schön, Herr Paschke, bitte. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage an Helga Nielebrock vom DGB. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass es durchaus jede Menge Kettenbefristungen gibt. Im öffentlichen Dienst, mir ist ein Fall bekannt, wo ein Arbeitnehmer 19 Jahre lang immer wieder befristete Arbeitsverträge hatte, ohne Unterbrechung. Gerichtlich überprüfen lassen kann man ja auch nur immer die letzte Befristung. Das ist ja das Problem und nicht dieses gesamte Konglomerat. Die Frage, die sich damit verbindet, welche Auswirkungen hat das denn auch auf die Arbeitnehmer, auf die Wahrnehmung ihrer Rechte? Frau Brors hatte das ja eben schon mal ganz eindrucksvoll bei Schwangeren geschildert. Und vor allem, da wir jetzt ja auch gerade in Zeiten der Betriebsratswahlen sind, welche Auswirkungen hat das auch auf die Mitbestimmung im Allgemeinen in dem Betrieb? Die Frage war lang, die Antwort muss kurz werden. Ja, die Auswirkungen sind gegeben, weil natürlich das bedeutet, dass Menschen über Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, dann schutzlos, aber auch perspektivlos befristet beschäftigt sind. Und das bedeutet natürlich, dass sie ihre Rechte auch hier nicht wahrnehmen können und immer nur hoffen müssen, dass sie übernommen werden oder einen neuen befristeten Vertrag haben. Deshalb müsste hier in jedem Fall eine gesetzliche Änderung erfolgen, auch im Hinblick darauf, dass die EuGH-Rechtsprechung das da ja auch als Missbrauch gekennzeichnet hat. Dankeschön, das war in der gebotenen Kürze. Für die Fraktion der Linken nun die Kollegin Krellmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Dr. Zimmer und die schließt ganz gut an die Frage auch an, die eben schon gestellt worden ist. Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme eine Schutzlücke bzw. Schutzlücken, die aufgrund der Möglichkeit zur sachgrundlosen Befristung besteht. Können Sie diese Schutzlücken noch mal ein bisschen genauer beschreiben bzw. erläutern mit den Auswirkungen auf die betrieblichen Interessenvertretungen und auch auf die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte jetzt darauf eingehen, dass Sonderkündigungsschutz ausgehebelt wird. Es wird natürlich auch der normale Kündigungsschutz ausgehebelt. Das haben wir ja schon
schon in vorherigen Expertisen gehört. Frau Professorin Broers hat ja bereits erwähnt, dass bei schwangeren Frauen, wenn der Vertrag ausläuft, eben nicht der Sonderkündigungsschutz des § 9 Absatz 1 Mutterschutzgesetzes greift. Diese Frauen also aus dem Berufsleben dann ausscheiden, jedenfalls aus diesem Vertrag. Gleiches gilt für Betriebsräte. Betriebsratsmitglieder mit befristetem Vertrag, die unterfallen bei Vertragsende eben auch nicht dem Sonderkündigungsschutzrecht des § 15 Kündigungsschutzgesetz, was natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise der Interessenvertretung haben wird und hat. Aus diesem Grund hat ja auch das Arbeitsgericht München 2010 die Frage aufgeworfen, ob nicht ein Verstoß gegen Artikel 7 der Richtlinie 2002/14 EG vorliegt, wonach ausreichender Schutz und ausreichende Sicherheit für Arbeitnehmervertreter gewährleistet werden muss. Es muss, so sagt die Richtlinie, Arbeitnehmervertretern möglich sein, die ihnen übertragenen Aufgaben in angemessener Art und Weise wahrzunehmen. Ein Schutz allein durch § 78 Betriebsverfassungsgesetz ist daher nicht ausreichend. Notwendig ist auch gerade der Sonderkündigungsschutz, den § 15 Kündigungsschutz gewährt, Gesetz gewährt und der hier bei befristeten Verträgen ausgehebelt wird. Dieses Schutzbedürfnis erfordert zumindest eine sachliche Begründung. Die ist aber, wir haben es schon gehört, bei sachgrundloser Befristung gerade nicht gegeben. Daher meine ausdrückliche Empfehlung, § 14 Absatz 2, sachgrundlose Befristung ersatzlos zu streichen. Dankeschön, Frau Dr. Zimmer. Frau Grellmann. Vielen Dank. Meine zweite Frage richtet sich auch noch mal an Frau Dr. Zimmer. Und zwar würde ich gerne noch mal den Aspekt aufgreifen, den Dr. Heuschmidt auch schon gesagt hat mit der EU-Richtlinie und die Sie auch in Ihrer Stellungnahme sehr genau beschrieben haben. Und da ist meine Frage, inwieweit die Ausgestaltung und Umsetzung des Befristungsrechts in Deutschland aus Ihrer Sicht den Vorgaben der EU-Richtlinie zu befristeten Arbeitsverträgen entsprechen. Und ob Sie bitte noch mal hier Ihre Sichtweise erläutern könnten. Ja, vielen Dank. Ich knüpfe nahtlos im Grunde an die Ausführungen von Dr. Heuschmidt an. Wenn ich jetzt auf die Vorgaben der Befristungsrichtlinie eingehe, dann normiert Artikel 5 der Richtlinie und auch der Erwägungsgrund 14, der ergänzend hinzuzuziehen ist, beide formulieren sehr deutlich, dass das Ziel der Richtlinie ist, Missbrauch von durch Kettenbefristung zu verhindern. Andererseits soll, weil diese Richtlinie ähnlich wie in der Leiharbeit auch einen Kompromiss darstellt, soll durchaus Flexibilität ermöglicht werden. Es soll also Befristungen geben, aber unter Berücksichtigung von Schutzkomponenten. Unbefristete Arbeitsverträge sieht die Richtlinie als Normalfall der Beschäftigung und sie sollen es auch bleiben. So auch die Begründung des deutschen Gesetzgebers im Übrigen, der sich auf die Richtlinie gestützt hat. Rückgriff auf befristete Arbeitsverträge muss folglich nach europarechtskonformer Auslegung wirklich Ausnahmecharakter haben, weil der Arbeitnehmerschutz deutlich stärker ausgeprägt ist bei unbefristeten Verträgen. Wir haben es ja hinreichend gehört, wie es auch der EuGH 2011 in seiner Lufthansa-Entscheidung betont. Da jedoch, wir haben die Zahlen des IAB von Herrn Hohendanner gehört, mit 44%, knapp die Hälfte aller Neueinstellungen in Deutschland befristet erfolgt, kann von Ausnahmecharakter ja nun keine Rede mehr sein. Der vom Gesetzgeber im Jahre 2000 gewählte Weg schien damals durchaus richtlinienkonform gewesen zu sein, weil die drei Maßnahmen, die der Gesetzgeber ergriffen hat, sachliche Gründe, Festlegung einer maximalen Zulässigkeitsdauer und maximal drei Verlängerungsmöglichkeiten in Einklang mit der Richtlinie stehen und standen. Aber aus heutiger Sicht wird das Ziel der Richtlinie nicht erreicht. Gemäß § 288 Absatz 3 AEUV ist allerdings das Ziel einer Richtlinie für die Verfolgung das Ziel einer Richtlinie ist zwingend einzuhalten von den Mitgliedstaaten.
Wir erkennen das europarechtliche Gebot der effektiven Umsetzung von Richtlinien. Das Richtlinienziel, ein Richtlinienziel, darf nicht leer laufen, sondern der Gesetzgeber muss Form und Mittel bei der Umsetzung so wählen, dass die praktische Wirksamkeit gesichert ist. Wir haben schon gehört, dass auch Artikel 30 der EU-Grundrechtecharta, welcher seit 2009 verbindlich ist, seit Dezember 2009 ist die Grundrechtscharta verbindlich, Artikel 30 gewährt jeder und jedem Beschäftigten Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung. Das aber, wir haben es jetzt hinreichend oft gehört, ist bei befristeten Verträgen komplett ausgehebelt. Summa summarum kann ich mich daher nur ganz eindeutig für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung aussprechen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Dr. Zimmer. Frau Grellmann. Ja, vielen Dank. Meine letzte Frage geht auch noch mal an Frau Dr. Zimmer. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie auf die Problematik der Zuvorbeschäftigung ein. Aufgrund der geänderten Rechtsprechung des BAG wird in der Rechtswissenschaft das Thema der Zuvorbeschäftigung erneut intensiv diskutiert. Können Sie uns bitte kurz darlegen, warum aus Ihrer Sicht nun der Gesetzgeber tätig werden sollte? Ja, gern. Gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 Teilzeitbefristungsgesetz ist eine sachgrundlose Befristung, ich zitiere, nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Das Bundesarbeitsgericht lässt entgegen Wortlaut der Norm mittlerweile dieses Verbot seit April 2011 nur für Beschäftigte gelten, für Beschäftigungen gelten, die länger als 3 Jahre zurückliegen. Das stieß in der Literatur auf Kritik und auch die Rechtsprechung folgt dem Bundesarbeitsgericht erstaunlicherweise nicht einhellig, sondern das LAG Baden-Württemberg verweigerte die Gefolgschaft und wir haben in dieser Frage eine erneute Vorlage. Da nun aber bei sachgrundloser Befristung insgesamt Schutzrechte so stark ausgehebelt werden, ist der Gesetzgeber aus Gründen der Rechtsklarheit gefordert, hier noch einmal darauf einzugehen. Und daher, summa summarum, noch einmal, Abschaffung der sachgrundlosen Befristung wäre sehr sinnvoll. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Zimmer. Für die Fraktion der Grünen, Frau Kollegin Müller-Gemmecke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dr. Zeibig. Welche Bedeutung haben nach Ihrer Ansicht die befristeten Beschäftigungsverhältnisse und insbesondere die sachgrundlose Befristung für die betriebliche Praxis? Und ich würde gleich noch eine weitere Frage mit anhängen. Ist es empirisch nachweisbar, dass die Flexibilisierung des Befristungsrechts zu einem nachweisbaren Beschäftigungsaufbau geführt haben? Und kann die sachgrundlose Befristung somit als arbeitsmarktpolitischer Erfolg bezeichnet werden. Sorry, vielen Dank für die Frage. Befristete Beschäftigung hat, wie Herr Hohndanner vorhin schon dargestellt hat, in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse bezogen auf die abhängig Beschäftigten hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. Das belegen nicht nur die IAB-Daten, sondern auch die Daten des Statistischen Bundesamtes, egal welche Schwächen sie auch teilweise aufweisen. Sachgrundlose Befristungen machen mittlerweile rund die Hälfte aller Befristungen aus. Der Anteil ist erheblich gestiegen. Schon lange stellt das Normalarbeitsverhältnis also nicht mehr den Regelfall der Beschäftigung dar, so wie es eigentlich der Gesetzgeber bei Einführung des TZBFG vorgesehen hatte. Sicherlich haben befristete Arbeitsverhältnisse, insbesondere auch die Sachgrundbefristung, für die Betriebe mittlerweile eine große Bedeutung, allerdings auch nur deshalb, weil der Gesetzgeber sie zugelassen hat, nicht weil die Betriebe sie, wie ganz oft dargestellt, zwingend benötigen. Es ist durchaus den Betrieben möglich, auch im Rahmen unbefristeter Beschäftigung, sich flexibel von den Beschäftigten im Wege einer Kündigung zu trennen. Es gibt keine belastbaren empirischen Untersuchungen, die sagen, dass das heutige Kündigungsschutzgesetz
notwendige Entlassungen verhindert. Zudem fallen bereits heute 80% der Betriebe in Deutschland überhaupt nicht in den Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes, weil sie halt weniger als 10 oder höchstens 10 Beschäftigte haben. Schaut man sich an, dass der Anteil sachgrundloser Befristungen an allen Befristungen auch in den Kleinbetrieben, also in denen mit bis zu 10 Beschäftigten, immerhin auch bei einem Drittel liegt, fragt man sich, warum diese Betriebe auf sachgrundlose Befristungen ausweichen, weil für sie gilt, wie gesagt, das Kündigungsschutzgesetz ohnehin nicht. Zum Thema Kündigungsschutz, auch für die Betriebe, wo er gilt, wo also das allgemeine Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, ist es kein Problem für die Arbeitgeber, sich von Beschäftigten zu trennen. Die Klagequote, wie Frau Nielebuck vorhin schon sagte, liegt lediglich bei 10-12%. 90% der Arbeitgeberkündigungen verlaufen konfliktfrei. Auch nur ein geringer Teil geht in die zweite Instanz. Beim BAG landen noch viel weniger Fälle. Abfindungen werden in 10% aller Beendigungen gezahlt. Also es relativiert sich die Auswirkungen des Kündigungsschutzes. Zur zweiten Frage, das war die Frage, inwieweit die sachgrundlose Befristung zu vermehrten Einstellungen geführt hat. Auch hier gibt es keinerlei empirische Untersuchungen, die belegt, dass sachgrundlose Befristungen mehr Beschäftigung geschaffen haben. Sie haben entgegen der gesetzgeberischen Intention auch nicht vermehrt Arbeitslose in den Arbeitsmarkt integriert, auch nicht die sozial sonst benachteiligten Gruppen. Das verwundert nicht, weil, wie gesagt, der Kündigungsschutz nicht das Einstellungshemmnis ist in Deutschland. Alle Studien belegen, für die Einstellung entscheidend sind die Wirtschaftslage und die Auftragslage in Deutschland. Die sachgrundlosen Befristungen haben auch das Ziel nicht erreicht, flexible Beschäftigungsanpassungen zu ermöglichen. Das hatten wir vorhin schon, der Kündigungsschutz auch in unbefristeten Arbeitsverhältnissen stellt hier kein Hindernis dar. Und im Übrigen entsprechen entgegen der Intention des Gesetzgebers die sachgrundlosen Befristungen oder überhaupt Befristungen nicht den Vorstellungen der Beschäftigten, weil nur 2% der befristet Beschäftigten suchten keine Dauereinstellung. Dankeschön, Frau Dr. Zeibig. Eine erneute Frage von Kollegin Müller-Gemmecke. Vielen Dank. Ja, Sie haben es am Rande gerade eben schon mal erwähnt. Ich würde jetzt noch mal nachfragen. Es wird ja immer wieder gesagt, dass auch die sachgrundlose Befristung eine Brücke in Beschäftigung bedeutet. Teilen Sie diese Ansicht, beziehungsweise andersrum gefragt, wenn es die sachgrundlose Befristung abgeschafft werden würde, hätten Sie dann Sorge, dass eben Erwerbslose, Langzeitarbeitslose weniger in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten? Die Daten, vielen Dank für die Frage. Die Daten wurden vorhin auch schon von meinen Vorrednern angesprochen. Längst nicht jeder befristet Beschäftigte wird in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Das sind lediglich rund ein Drittel der befristet Beschäftigten. Befristete Beschäftigung führt oder sachgrundlose befristete Beschäftigung führt in unzulässiger Weise zur Umgehung des Kündigungsschutzes. Sie bieten, wie gesagt, nicht für die Mehrheit der Beschäftigten eine Brücke in Beschäftigung. Viele Befristungen werden nur verlängert. Das heißt, der Zustand unsicherer Beschäftigung wird verstetigt. Meiner Meinung nach würde die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung auch nicht dazu führen, dass es negative Arbeitsmarkteffekte hat, weil, wie gesagt, die Arbeitgeber sachgrundlose Befristungen nicht wirklich brauchen, um flexibel Personal anzupassen. Herr Hohndanner hat es vorhin schon gesagt, oder es steht in seiner Stellungnahme auch, dass die Übernahmequoten bei sachgrundlosen Befristungen darauf hindeuten, dass Arbeitgeber durchaus Bedarf an längerer Beschäftigung haben. Die können sie ohne weiteres in unbefristeten Arbeitsverhältnissen erzielen. Dort gilt im ersten halben Jahr das Kündigungsschutzgesetz auch nicht und auch danach ist es flexibel möglich, sich zu trennen von Beschäftigten. Probleme oder negative Arbeitsmarkteffekte sind auch nicht für arbeitsmarktferne, also schwer integrierbare Gruppen zu erwarten, weil, wie die Empirie zeigt, hat die sachgrundlose Befristung bisher die erwarteten Beschäftigungseffekte nicht erzielt. Sie hat nicht vermehrt Arbeitslose integriert, weil
einfach das ausschlaggebende Kriterium für Neueinstellungen halt die Wirtschaftslage ist und nicht die Strenge des Kündigungsschutzes, so auch die OECD in all ihren Studien, die es zu dieser Frage gibt. Schaut man sich mal die Arbeitslosen an, so sind gerade Arbeitslose sehr an strengem Kündigungsschutz interessiert, weil sie so viel negative, schlechte Erfahrungen mit der Arbeitslosigkeit gemacht haben, dass sie sich noch einen Ausbau des heutigen Kündigungsschutzes wünschen, nicht aber sachgrundlose Befristungen. So, vielen Dank. Eine letzte ganz kurze Frage, Frau Müller-Gemmecke, mit einer ganz kurzen Antwort. Geht. Vielleicht mit wirklich in Stichworten, was bedeutet denn befristete Beschäftigung für die Menschen in puncto Lebensqualität, Lebensplanung und so? Ganz kurz, allein die Kürze der Verträge, befristeter Verträge zeigt jegliche fehlende Lebensplanung. 60% der befristeten Verträge waren 2012 kürzer als ein Jahr. Befristet Beschäftigte haben dreimal so hohes Risiko, arbeitslos zu werden. Sie haben 40% geringere Chancen, in ein Normalarbeitsverhältnis zu wachsen oder zu wechseln. Sie leiden unter psychischen Angstzuständen, insbesondere befristet Beschäftigte, die Familien zu ernähren haben. Sie haben keinerlei Lebensplanung, sie verdienen weniger. Und der größte Makel, wenn man befristet Beschäftigte befragt, an einem befristeten Arbeitsvertrag, ist dessen fehlende Lebensplanung. Herzlichen Dank, Frau Dr. Zeibig. Wir kommen nun zur freien Runde. 5 Minuten mit folgenden beiden Bitten. Bitte von den Fragen nur einen Sachverständigen benennen und bitte stellen Sie bei den Fragen sicher, dass die Fragen kürzer sind als die Antworten. Der Kollege Oeller. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich nochmal an den Vertreter der IAB und zwar zur bereits angesprochenen Thematik der Brückenfunktion sachgrundloser Befristungen. Vielleicht könnten Sie da aus Ihrer Sicht nochmal zur Stellung nehmen. Dankeschön. Es zeigt sich in der deskriptiven Betrachtung, dass bei einer branchenspezifischen Betrachtung, dass die Übernahmequoten in den Branchen höher sind, die vor allem auf sachgrundlose Befristung setzen. Ich bin dem dann näher nachgegangen und habe multivariate Analysen auf der Betriebsebene durchgeführt. Das bedeutet, dass ich mehrere Einflussgrößen simultan berücksichtigt habe, also die wirtschaftliche Entwicklung, die Branchenstruktur, die Betriebsgrößenstruktur, die Beschäftigtenstruktur. Und da zeigt sich ein ganz deutlicher Zusammenhang in den Betrieben. Je höher der Anteil an sachgrundlosen Befristungen, umso höher die Anzahl der Übernahmen. Wenn man diesen Anteil umdreht, also wenn man den Anteil, wenn man sich ansieht, wie hoch der Anteil der Befristung mit Sachgrund ist, dann zeigt sich, je höher der Anteil der Befristung mit Sachgrund, umso niedriger die Anzahl der Übernahmen im Betrieb. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Hohendanner. Frau Kollegin Krellmann. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch noch mal an Frau Dr. Zimmer, und zwar ganz speziell um die Verbreitung sachgrundloser Befristungen, und da nicht allgemein, sondern ganz speziell auf die Verbreitung nach Alter unterteilt. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, die allgemeinen Zahlen haben wir ja auch schon gehört. Anstieg von 550.000 auf 1,3 Millionen von 2001 bis 2013. Und heute ist fast jede zweite Neueinstellung befristet mit 44%. Das schlüsselt sich wie folgt auf, nämlich dass jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz signifikant verstärkt von Befristungen betroffen sind, also nur einen befristeten Vertrag bekommen. Das sind bei den 15- bis unter 20-Jährigen abhängig befristet Beschäftigten 37,4%, also 37,4%, Auszubildende nicht mitgerechnet. Bei den 20- bis 25-Jährigen sind es immerhin auch noch fast 30%, 28,7%. Das heißt, mehr als jeder Vierte ist befristet beschäftigt. Die Zahl geht etwas herunter. Bei den 30- bis 35-Jährigen sind es dann noch 12,3% aller Beschäftigten, die befristet beschäftigt sind. Bei den 40- bis 45-Jährigen 6,1%.
bei den 50- bis 55-Jährigen dann 5% und 4,3% der älteren 55- bis 60-jährigen Beschäftigten haben einen befristeten Vertrag. So schlüsseln sich die Zahlen nach. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Zimmer. Herr Kollege Paschke. Ja, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage an Frau Nielebrock. Sie haben in Ihrer Stellungnahme erwähnt, dass die Betriebe, die häufig Befristungen einsetzen, sich auch selber schaden. Vor allem, ich denke mal, es bezieht sich auf den Wettbewerb um Fachkräfte. Könnten Sie das noch mal kurz näher erläutern? Ja, die Innovation und Kreativität der Beschäftigten, das ist ja das, was Wirtschaft ausmacht. Und wir sind ja nicht nur Weltmeister in der Erfindung, die Deutschen oder die deutsche Arbeitnehmerschaft, sondern was die weiteren Fragen angeht, sind wir Spitzenklasse. Und wenn natürlich Arbeitnehmer frustriert sind, weil sie nicht wissen, ob sie übernommen werden, ist natürlich ihr Engagement relativ. Und bestimmte Projekte können natürlich auch nicht vorangetrieben werden. Und insofern denke ich, dass das mittelfristig nicht klug ist für Unternehmen, dass sie so verfahren. Dankeschön, Frau Nielebock. Frau Müller-Gemmecke. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch mal eine Frage an Frau Dr. Zeibig. Und zwar, ich wüsste gerne Ihre Einschätzung, ob die Einführung der sachgrundlosen Beschäftigung für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Einstellungspraxis der Betriebe bzw. Unternehmen was bewirkt hat, beziehungsweise ob sich da die Situation von älteren Beschäftigten tatsächlich verändert hat, positiv verändert hat. Vielen Dank. Auch zu der Frage muss man sagen, dass auch die erleichterten Einstellungsmöglichkeiten älterer Arbeitnehmer nicht die erwünschten Beschäftigungseffekte gebracht haben. Zwar zeigen die Arbeitsmarktstatistiken, dass die Arbeitslosenquoten älterer, wie allerdings auch die allgemeine Arbeitslosenquote in den letzten Jahren gesunken ist. Das liegt aber nicht an der Regelung des 14.3 TZBFG, also der sachgrundlosen Befristung für Ältere, weil auch dazu gibt es zahlreiche Studien, die schon vor Einführung der Regelung und auch währenddessen belegt haben, dass diese Regelung nicht zur erhöhten Einstellung Älterer führt. 96% der befragten Unternehmen gaben an, dass diese Regelung keinerlei Auswirkungen auf ihre Einstellungspraxis haben. Auch Daten des IAB bestätigen das, weil häufig die Gründe, die gegen eine Einstellung Älterer sprechen, gar nicht mit 14.3 TZBFG behoben werden können, wie zum Beispiel nicht passende Persönlichkeitsstrukturen, fehlendes Qualifikationsniveau. Herr Hohndanner hatte das vorhin für die Geringqualifizierten schon angesprochen, sodass auch diese Regelung die vom Gesetzgeber angedachten Ziele letztendlich nicht erreicht hat. Frau Dr. Zeibig, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Anhörung. Ich darf mich bei den Sachverständigen dafür bedanken, dass sie schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben und dass sie uns heute hier Rede und Antwort gestanden sind. Ich darf mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, dass sie heute hier so zahlreich da gewesen sind und für sich für das Thema ja offensichtlich auch sehr stark interessieren. Und ich darf mich für die wunderbare Vorbereitung wie immer beim Sekretariat bedanken. Ihnen alle eine schöne Woche. Danke sehr. Meine Damen und Herren.